Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Luxus, was ist Luxus? Der Sportwagen, die Villa oder der Pool im Garten? Luxus ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes. Wir zeigen Ihnen in dieser Sendung Luxus in Form von Design und Architektur. Alle weiteren Themen jetzt im Überblick. Luxusdesign. Hauseigentümer bieten exklusive Einblicke in ihre privaten Räume. Und urbaner Trend. Die Region will dem Wunsch nach städtischem Wohnen gerecht werden. Die Redakteure der Zeitschrift Entree sind das ganze Jahr über rund um den Bodensee unterwegs, um exklusive Architektur zu finden und sie auch zu zeigen. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Wie ist die Inneneinrichtung? Wie ist die Architektur? Was gibt es Besonderes? Das wird im Magazin Entree vorgestellt. Dieses ist nun neu erschienen und wir waren bei der Premiere für Sie dabei. Wenn auf einer Party mehr gelesen als geredet wird, dann muss die Lektüre schon etwas Besonderes bieten. Besondere Architektur zum Beispiel. Die präsentiert das Magazin Entree in seiner aktuellen Ausgabe. Architektur ist sehr vielseitig. Es gibt natürlich Trends dabei, was vor allen Dingen auch das Baumaterial betrifft. Es sind zum Beispiel sehr viele Holzhäuser sind aktuell, allein wegen der umweltfreundlichen Dämmung auch, die da drin verwendet wird. Eine Lesereise rund um den Bodensee, Geschichten von Menschen und wie sie leben. Dabei muss es nicht immer die Luxusvilla sein, die vorgestellt wird. Es sind nicht nur die spektakulären Projekte, sondern es sind auch einfache Sachen dabei, die man im Prinzip auch selbst realisieren kann, so als Ideen. Auch Christiane Palumo wird im aktuellen Entree porträtiert. Allerdings nicht mit ihrem privaten Wohnhaus, sondern mit ihrem Unternehmen, einem Einrichtungshaus. Trend ist das, was gefällt. Ne? Trend bekommt man ein Stück vorgelebt, aber Trend ist das, was ich selber lebe und was mein Kunde lebt. Und dazu lerne ich ihn kennen und dazu brauche ich ein Gespräch mit ihm. Und aus diesem heraus gibt es wunderschöne Situationen. Also Trend ja, aber jeder soll sein ganz individuelles, sein Ich mit reinbringen. Das ist für mich Wohnen. Die Geschichten im Entree beweisen, dass die Bodenseeregion unglaublich viele besondere Menschen und Gebäude besitzt. Gefunden wurden sie aber noch längst nicht alle. Es entsteht so viel Neues und Sehenswertes am Bodensee. Ich glaube, für die nächsten Jahre wird uns der Stoff dafür nicht ausgehen. Lesen auf einer Party kann also am Ende auch für ordentlich Gesprächsstoff sorgen. Interessante Neuigkeiten, informative Hintergründe und spannende Tipps, das gibt es jetzt bei uns wie gewohnt in den News. Lichterketten und Weihnachtsschmuck können Mietern nicht verboten werden. Voraussetzung, sie müssen sicher installiert sein und die Hausfassade darf nicht beschädigt werden. Allerdings gilt laut Mieterbund auch das Gebot der Rücksichtnahme. Wird durch grell blinkende und ständig flackernde Weihnachtsdekoration des Nachbarn ein Mieter am Schlaf gehindert, kann er gegen diese Art der Zwangsbeleuchtung vorgehen. Die Beleuchtung muss dann ab 22 Uhr ausgeschaltet werden. Die normale Verjährungsfrist für Ansprüche aus Mietverhältnissen beträgt 3 Jahre. Das bedeutet, Rückzahlungsforderungen des Mieters, die im Laufe des Jahres 2011 entstanden sind, verjähren am 31. Dezember 2014. Das kann zu viel gezahlte Miete oder zu unrecht gezahlte Maklerprovision sein. Gleiches gilt für Ansprüche aus Betriebskostenabrechnungen. Auch Vermieteransprüche aus dem Jahr 2011 verjähren zu Silvester 2014. Betroffen sind Mietforderungen, Nachforderungen aus Betriebskostenabrechnungen oder Ansprüche auf Einzahlung der Mietkaution. Wenn Sie durch Ihre Heimatstadt laufen, fallen Ihnen immer wieder Baustellen auf. Entweder es wird neu gebaut, Altbestände werden saniert, es gibt neue Parks oder auch Spielplätze. Das große Wort dahinter ist das Thema Stadtentwicklung. Wohin geht die Reise die nächsten 10 Jahre? Wie werden Städte wieder richtig lebenswert? Das ist unser Thema nach der Werbung. Der Trend geht wieder zurück zum Leben in der Stadt. Vom Grünen wieder zurück, da wo die Menschen sich immer wieder treffen. Doch was erwarten Sie vom Leben in der Stadt?
schöne Wohnräume, günstige Wohnräume, grüne Flächen und natürlich Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten. Das ist der Traum aller Menschen, die wieder zurück in die Stadt gehen. Das große Geheimnis dahinter ist das Wort Stadtentwicklung. Die Zukunft liegt in der Stadt. Der Trend geht zum urbanen Wohnen. Das haben auch Wohnbauunternehmen erkannt und realisieren verstärkt Projekte in der Innenstadt. Wohnraum schaffen und anbieten. Wo bis Juni 2013 noch der sogenannte Schächteleberg in Tuttlingen stand, entsteht jetzt ein Wohnkomplex mit 4 Gebäuden und einer Tiefgarage. Das Erdgeschoss ist für Gewerbe vorgesehen. Ab dem ersten Obergeschoss sind insgesamt 78 Wohnungen geplant. Im Innenhof entsteht eine parkähnliche Grünfläche. Die Zeit, wo jeder aufs grüne Land will, auf die flache Wiese und sein Häuschen grün hat, die sind jetzt etwas vorbei. Die Menschen wollen wieder hin zur Kultur, zur Entwicklung und natürlich, sie wollen unbedingt modernes Wohnen haben. Rund 14.000 Einpendler verzeichnet Tuttlingen pro Tag. Jetzt soll attraktiver Wohnraum angeboten werden. Aufgrund der wirtschaftlichen Stärke Tuttlingens ist die Werthaltigkeit der Immobilien gewährleistet, so die Projektleiter. Bis zum Baubeginn im Januar 2014 gab es allerdings einige Herausforderungen. Altbestand muss natürlich immer erst auch auf Schadstoffe untersucht werden, weil also heute wird nicht einfach alles auf den Haufen geschmissen, abgebrochen und irgendwo hingekarrt, sondern es wird alles sehr sorgfältig getrennt, sehr sorgfältig untersucht. Also da hat man natürlich einen Vorlauf. Dann sind natürlich viele logistische Dinge zu klären. Man muss ja dieses abgebrochene Material abfahren, man muss den Verkehr in der Innenstadt berücksichtigen, man möchte die Straße natürlich nicht sperren. Also es gibt da sehr vielfältige Dinge zu beachten. Zentral, aber trotzdem naturnah. Das neue urbane Lebensgefühl soll Wirklichkeit werden. Wohnen in der Stadt, ein Projekt mit Zukunft. Diese neuen oder diese Wiedererscheinungsform des Wohnens in der Stadt geht an Tuttlingen nicht spurlos vorbei. Das ist eine gewisse Nachfrage da, dieser wird Rechnung getragen und die Stadt entwickelt sich dadurch. Ende 2015 sollen die Bauarbeiten in Tuttlingen abgeschlossen sein. Dann wird abschließend mit dem Bau eines Geschäftsgebäudes für Einzelhandel, Büros und Praxen begonnen. Keine 2 Jahre Bauzeit für den Trend zum städtischen Leben. Zum Thema Stadtentwicklung in der Heimat begrüßen wir ganz herzlich Herrn Horst Ries, Geschäftsführer der Tuttlinger Wohnbau. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Bin gerne gekommen. Danke. Herr Ries, Stadtentwicklung ist ein großes Thema. Was genau ist die Aufgabe des Tuttlinger Wohnbau in Tuttlingen? Ja, zunächst mal ist unsere Kernaufgabe natürlich die Schaffung von Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten. Aber in der Stadtentwicklung ist natürlich auch unsere Aufgabe, Mangellagen aufzuräumen, Innenstadtwohnen zu ermöglichen, qualitativ aufzuwerten, architektonisch aufzupassen, bildmäßig aufzupassen. Da kommt schon vieles dazu, was man berücksichtigen muss. Mit den Nachbarn anständig umgehen, auch ganz wichtig. Sie haben gerade das Wort Mangellagen schon genannt. Es ist sehr einfach, wenn ich grüne Wiese habe, ein Reißbrett und kann sagen, so, fertig, los, ich entwickle mich. Aber viele Städte sind ja verbaut, es gibt alte Immobilien. Ich denke, das ist auch der Knackpunkt, eine Stadt wieder schön zu machen für die Zukunft. Das ist wahr. Und oftmals sind es auch komplizierte Eigentumsverhältnisse, dass mehrere Eigentümer ganz schlimm bei Erbengemeinschaften da zu sagen haben, ob man nun Grundstücke arrondieren kann und dann auch einen richtigen Bauplatz draus machen kann, das ist wahr. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass die Preise, die man für alte Immobilien zahlt und sie im Zweifel dann nur noch abbrechen kann, dass die nicht überhöht sind, dass man am Ende auch gut rauskommt in der wirtschaftlichen Betrachtung. Wenn man heute jetzt am Bodensee entlang fährt, auch Ravensburg oder auch Tuttlingen, abends hat man den Eindruck, Mensch, diese Bausünde. Ich denke, eine große Herausforderung ist ja auch die Architektur und alles so zu gestalten, dass die Stadt auch in 30 Jahren noch ein schönes Bild ergibt. Ja, da legen wir großen Wert darauf und sind sicher in den fast 75 Jahren unserer Geschichte auch nicht frei von Sünden geblieben. Da braucht man sich gar nichts vormachen. Aber da achten wir ganz arg drauf, dass diese Bauwerke, die wir heute erstellen, auch Zeugnisse ihrer Zeit sind und auch in 20 Jahren noch gesagt werden kann, ja, das war anständig gemacht da 2014, das ist in Ordnung. Es wird nicht immer alles jedem gefallen. Das wird man nicht auch als Anspruch gar nicht formulieren dürfen.
Aber wir passen da ganz gewaltig auf. Sie haben in Tuttlingen auch viel bewegt. Gehen wir in den Wörden mit dem schönen Kino. Jetzt die Tuttlinger Höfe. Welche Philosophie steckt? Da ist das ja alles auch wassernah. Man muss immer darauf achten, wo entsteht was Neues. Ist das benötigt von der Infrastruktur her? Ist das richtig platziert? Hat man sich städtebaulich richtig engagiert und richtig was vorgenommen? Beim Kino, das haben Sie ja selber gerade erwähnt, war es am Anfang sicher so, dass die Leute gedacht haben, viel zu groß, viel zu voluminös. Heute ist das ein prächtiger Stadteingang an einer altehrwürdigen Donaubrücke und hat schon fast Ensemblewirkung ins ganze Quartier hinein. Und in diesen Kategorien denken wir. Und wir stellen ja auch fest, wenn man in der Stadt lebt und arbeitet, wo gibt es denn noch was zu tun? Da muss man sich auch mal überlegen, mit wem man in Erwerbsverhandlungen tritt, wo man der Stadtverwaltung und der Politik empfiehlt, Sanierungsgebiete drüber zu legen, damit Unrentierliches auch mal über Fördertöpfe abgefedert werden kann. Das ist schon ein vielfältiges Geschäft, macht riesig Spaß. Was die Zuschauer bestimmt interessiert, Stadtentwicklung in den nächsten 10 Jahren. Wo geht die Reise hin? Bekomme ich wieder mehr Parks, mehr Spielplätze, mehr Freizeitmöglichkeiten oder werden alte Gebäude erneuert, abgerissen, neu gebaut? Von einem Fachmann, wo geht es hin die nächsten 10 Jahre? Ich glaube, dass das von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein wird. Wir haben in Tuttlingen mehrere grüne Lungen in der Stadt. Einen hohen Berg mit einer Ruine, kein Baurecht drüber, einen Donaupark, fußläufig zu erreichen für jeden Bewohner der Stadt. Wir haben auch kaum eine Wohnlage, wo einer länger als 5 Minuten zu Fuß zu gehen hat, um im Wald zu sein. Also da muss man wahrscheinlich schon sagen, das Grüne in der Stadt, im Wohngebiet selber muss sein. Aber da muss man es nicht zwingend übertreiben. In der Stadt soll auch gehandelt und gewohnt werden können. Und das ist natürlich die Aufgabe, die man hat. Herr Ries, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Wir sehen, das Thema Stadtentwicklung wird also sehr spannend bleiben. Bin gerne gekommen, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Kommende Woche sind wir wieder für Sie da, dann unter anderem mit dem Thema Rauchmelder. Ab 1. Januar 2015 ein ganz wichtiges Thema. Und wir haben für Sie ein wundervolles Weihnachtsmenü, und zwar von dem 3-Sterne-Koch Dieter Müller, unter anderem bekannt von der MS Europa. Bis kommenden Donnerstag, bleiben Sie gesund. Tschüss.